Zu meinem ersten Video. In diesem möchte ich euch meine Einsatzstelle, den Dottenfelder Hof in der Nähe von Frankfurt in Bad Vilbel, etwas genauer vorstellen. Ich arbeite hier in der Gemüsezüchtung. Das bedeutet, wir vermehren samenfestes Saatgut und züchten an neuen Sorten. Unsere Hauptkulturpflanzen sind Tomaten, Rosenkohl, Zuckermais und diverse Kopfkohlarten. Außerdem arbeite ich in der hofeigenen Käserei. Hier stellen wir Produkte wie 12 verschiedene Schnittkäse, Camembert, Brie, Buttermilch, Milch, Sauermilch, Butter, Quark, Joghurt und vieles mehr aus der hofeigenen Milch her. Das war jetzt der erste kleine Einblick in meine Arbeit auf dem Dottenfelder Hof. Dieser Betrieb ist einfach nur Wahnsinn. Trotz seiner riesigen Größe und seiner extremen Vielfältigkeit hat man das Gefühl, dass hier die Zeit etwas langsamer läuft. Man fühlt sich wie, ja, auf einem mittelalterlichen Selbstversorgerhof, wo wirklich alles mit dabei ist. Seien es die Hühner, die Schweine, die Kühe, die Schafe, der Gemüseanbau, die Gemüsezüchtung, der Getreideanbau, die Getreidezüchtung,
die Imkerei, die Konditorei, die Bäckerei, Molkerei, Käserei, einfach alles. Und zwar in Demeter-Qualität. Ein unfassbares Privileg, finde ich, auf diesem Hof hier arbeiten zu können und von all diesen Produkten täglich essen zu dürfen. Um diesen Betrieb komplett vorzustellen, bräuchte es noch hunderte Stunden von Videomaterial. Sollte euch dennoch eins der Teilgebiete besonders interessieren, lasst es mich doch gerne wissen. Außerdem würde ich mich über konstruktive Kritik in den Kommentaren sehr freuen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.